Heute schauen wir uns einige Secrets an, die ich im letzten Update-Video nicht angesprochen habe. Neue Funktionen, die mit dem letzten Update reingebracht wurden, neue NPCs und so weiter. Und eventuell sogar einige Leaks oder Sachen, die im Laufe von diesem Sommer-Event noch rauskommen werden. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann drückt gerne auf den Abo-Button. Wir stehen so kurz vor den 650 Abonnenten. Und wenn ihr der 650. Abonnent sein sollt, sein wollt, dann drückt gerne auf den Abo-Button. Oder wenn wir schon auf 650 Abonnenten sind, wenn das Video online kommt, dann stehen wir kurz vor den 675 Abonnenten oder 700 Abonnenten. Also Kuss geht raus an alle, die den Kanal abonniert haben und vielleicht sogar noch abonnieren werden. Aber wie gesagt, zwei neue NPCs wurden hinzugefügt, und zwar einmal ein Alien-NPC, Menschenbill heißt er, glaube ich. Das ist der zweite Charakter in unserer Charaktersammlung von dieser Season, der jetzt endlich reingebracht wurde mit dem ersten großen Update in dieser Season. Er ist in Steamy Stacks zu finden, ganz rechts in einem Gebäude. Ich glaube, das ist das fünfte Gebäude, also mit der Nummer 5. Und wenn ihr den anspricht, gibt es halt wieder mal neue Aufträge. Er verkauft auch, soweit ich weiß, Schildrinke oder eine Waffe und so weiter. Also mega nice NPC. Derzeit weiß man nicht, ob das ein neuer Skin ist. In den Dateien heißt es, dass er nur als NPC rausgebracht wurde, aber als Skin nicht in den Item Shop kommen wird. Und ansonsten gibt es auch einen neuen NPC, und zwar Strand Brutus. Den könnt ihr bei Believer Beach finden, neben einem Wohnwagen ganz links von der linken Seite vom linken Strand. Und also sehr, sehr viel links. Und außerdem wurde die Position von Sunny geändert, die auch normalerweise vor dem Update in Believer Beach spawnte, neben dem Softies-Laden ganz oben von diesem Ort. Die spawnt jetzt bei dem Kornkreis oder bei dem ganz großen Symbol auf dem rechten Strand oder bei dem rechten Strand. Außerdem hat ein NPC einen zweiten Spawnpunkt bekommen. Das ist Joey. Sie ist ja ein Alien, aber hat nur eine männliche Verkleidung, damit sie sich als Mensch ausgeben kann. Und die spawnt jetzt auch bei den Wohnwagen von Believer Beach. Also wir haben jetzt insgesamt drei NPCs, die jetzt bei Believer Beach spawnen. Dann gibt es eine neue Funktion mit den NPCs, und zwar in jeder Runde gibt es einen Verräter. Das heißt, ein Alien gibt sich als Charakter, als NPC in einer Runde aus. Das merkt ihr, also ihr kennt diesen Verräter, wenn ihr zu einem zufälligen NPC hingeht. Man kann nicht ganz genau sagen, welche NPCs das sind, oder welcher NPC der Verräter in einer Runde ist, aber wenn ihr zu einem NPC hingeht, dann wird es eine Option geben, einen Chimera-Strahler zu kaufen. Ich denke mal fünfmal für ein paar Goldbarren, und dann könnt ihr auch ein Gespräch mit diesem Verräter starten, mit diesem NPC. Und dann, wenn ihr mit ihm geredet habt, fliegt seine Tarnung, fliegt seine Verkleidung auf. Und dann ist er nicht mehr in dem Aussehen von diesem NPC, in den er sich verkleidet hat, sondern er wird wieder zu einem aggressiven Alien und greift euch an. In jeder Runde kann das ein unterschiedlicher Charakter, unterschiedlicher NPC sein. Also ich kann nicht sagen, welche NPCs jetzt wirklich, oder welcher Alien, oder ob das Alien jetzt zum Beispiel Rook infiltriert hat oder sich als Rook ausgibt, als, keine Ahnung, was gibt's denn noch? Bush Ranger, Traumblume, Bunker Jonesy, kann ich nicht sagen. Aber geht einfach zu diesen Charakteren hin, sprecht sie an, und wenn sie einen besonderen Dialog haben oder ein besonderes Gespräch mit euch starten, dann werdet ihr diesen aggressiven Alien schon erkennen. Außerdem, eine weitere Funktion mit den NPCs ist, dass jetzt an zufälligen Orientierungspunkten oder Orten auf der Insel NPCs auftauchen werden. Die zählen aber nicht für eure Sammlung. Das heißt, wenn ihr sie anspricht, sind die nur für ein paar Sekunden wichtig, denn sie empfehlen euch oder befehlen euch, einen bestimmten Tanz, ein bestimmtes Emote auszuführen. Ihr müsst dieses Emote nicht mal im Spind haben oder gekauft haben, sondern ihr müsst einfach zu diesen NPCs hingehen, sie ansprechen, und dann führt ihr automatisch diesen Tanz, den sie wollen, von euch aus. Und wenn ihr das getan habt, wenn ihr dieses Emote ausgeführt habt bei den jeweiligen NPCs, außerdem bei jedem NPC ist es unterschiedlich, dann bekommt ihr einmal ein Saufpack. Also ihr werdet mit einem Saufpack von diesem NPC geheilt, und ich habe das hier in eines der letzten Leak-Videos bereits angesprochen. Also das ist jetzt Ingame. Ich kann die Spawnrate, die Spawn-Chance von diesen NPCs nicht sagen, aber merkt einfach, an bestimmten Orten könnt ihr diese NPCs finden. Die zählen aber nicht für eure Sammlung und sind nicht ganz normal, diese ganz normalen NPCs, die ihr vorher angesprochen habt, wie Bush Ranger. Oh, noch eine Information, und zwar derzeit gibt es den der Strand Brutus NPC ist kein NPC in der Sammlung, oder der wird nicht registriert irgendwie. Weil es gibt ja auch einen Boss derzeit in-game unter Hydro 16, unter dem Staudamm in einem Gebäude. Kennt ihr wahrscheinlich alle, neben Slurpee Swamp. Und wenn ihr diesen Boss eliminiert, wird er auch nicht in eurer Sammlung vervollständigt oder registriert. Es ist nicht der 18. NPC. Und selbst wenn man Strand Brutus anspricht, zählt er als NPC, aber der wird auch nicht in der Charaktersammlung
quasi gespeichert oder wie soll ich sagen, vervollständigt. Genauso wie alle anderen Charaktere wird er nicht angezeigt. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass Strand Brutus der NPC Nummer 18 ist und nicht der Boss unter dem Staudamm oder unter Hydro 16. Aber derzeit funktioniert gefühlt beides nicht. Also kann man den 18. Charakter derzeit noch nicht freischalten. Man kann die zwar ansprechen, die sind in-game, aber das wird halt nicht in der Sammlung angezeigt. Außerdem könnte Holly Hatches jetzt zu Holly Hatchery werden. Also der Ort wird komplett verändert. Mein Lieblingsort, mein erster Ort in Kapitel 2, wo ich gelandet bin, nachdem das Schwarze Loch beendet wurde. Aber trotzdem, Holly Hatches wird sehr wahrscheinlich zu Holly Hatchery, der eines der täglichen und Kurzherausforderungen sagt, lande bei Holly Hatchery. Und der einzige Ort, der mit Holly beginnt, ist eben Holly Hatches. Und deswegen können wir im Laufe der Season erwarten, oder vielleicht sogar im Laufe des Sommers, des kosmischen Sommers, dass Holly Hatches zu Holly Hatchery wird. Ich finde den alten Namen besser, aber ich bin wirklich gespannt, was sie mit diesem neuen Ort geplant haben. Oh, und außerdem ist der Jägermantel mit dem letzten Update wieder reingekommen, weil ja die Ressourcen gefehlt haben. Also die Tierknochen wurden ja in den Tresor gebracht, aber Fleisch war ja immer noch da. Deswegen konnte man keinen Jägermantel wie in der letzten Season herstellen. Aber mit dem neuesten Update, also seit gestern, ist es wieder möglich. Und zwar benötigt ihr insgesamt 4 Fleischstücke oder einfach 4-mal Fleisch, um diesen Jägermantel im Crafting Tab herzustellen. Finde ich mega nice, dass es auch wieder da ist. Und außerdem könnt ihr jetzt die Stempelkarte mit den Wildtieren-Zähmen jetzt viel, viel, viel leichter erledigen. Und das Zähmen funktioniert wie immer nur bei Wölfen und Wildschweinen. So, dann, Freunde, wurden 3 neue Phasen von der Lobby geleakt. Ich denke mal, das wird nach dem kosmischen Sommer-Event sein, da wir auch wieder mal eine komplett neue Lobby bekommen haben. Und zwar werden die Alien-Parasiten oder die Alien-Parasiten-Eier die Lobby übernehmen. Insgesamt 3 Phasen. Ich denke mal, das wird Stufe für Stufe rauskommen. Also zum Beispiel in einem Zeitraum von 6 Tagen werden die, denke ich mal, Stück für Stück rauskommen. Oder einfach im Laufe von einer Woche zum Beispiel. Oder im Laufe von einem Zeitraum. Man weiß nichts, aber definitiv wurden diese 3 neuen Phasen für die Lobby geleakt. Persönlich denke ich, dass das erst nach dem Sommer-Event passieren wird, da erst die neue Lobby reingebracht wurde. Und dann blende ich euch mal die Liste ein von den LTMs, von den alten LTMs. Das sind zwar keine neuen. Ich denke mal, es werden noch neue rauskommen oder vielleicht werden nur alte rauskommen. Ich kann nichts bestätigen, aber das ist die Liste von den LTMs, die im Laufe vom kosmischen Sommer zurückkehren werden. Und dann werden wir eine neue Alien-Granate bekommen. Ich habe das auch in den letzten Leak-Videos angesprochen. Und wenn diese Alien-Granate rauskommt, wird man Waffen herstellen bzw. craften können. Man kann dann aus einem Sturmgewehr mit dieser Alien-Granate ein Impulsgewehr herstellen. Man kann aus einer jeweiligen Maschinenpistole einen Chimera-Strahler herstellen, aus einem Scharfschützengewehr eine Raygun und aus einer Pistole eine schlechte Nachrichtenwaffe. Diese schlechte Nachrichtenwaffe ist noch unveröffentlicht, also wird noch rauskommen, aber das sind jetzt die Crafting-Optionen, wenn die neue Alien-Granate veröffentlicht wird. Ein weiteres neues Item wurde geleakt, und zwar ein Kuh-Item. Man wird mit diesem Item die Fähigkeiten von einer ganz normalen Kuh bekommen. Man kann zum Beispiel, also die Beschreibung lautet, ein Anzug, der dir kuhähnliche Eigenschaften verleiht, wie zum Beispiel in der Lage zu sein, Hügel hinunterzurollen, von Klippen abzuprallen und immun gegen Feuer zu sein. Weißt du, normales Kuhzeug. Also man wird anscheinend immun gegen Feuer sein, von Klippen abprallen und von Hügeln runterrollen können. Finde ich sehr, sehr, sehr interessant, hat eine blaue Seltenheitsstufe. Außerdem soll 50 gegen 50 in einer wettkampforientierten Version, also in einer Competitive Version, ohne Autos zurückkehren. Das ist schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht, aber auch eine schlechte Nachricht, da wir das alte 50-50, 50 gegen 50 nie zurückbekommen werden, sehr wahrscheinlich. Und ja, es wurde auch geleakt, was ihr dafür tun müsst, um ein kostenloses Musikpaket in dem The O2 Experience Event im Kreativmodus zu bekommen. Und zwar müsst ihr in diesem Easy Life at the O2 Event irgendwie 10 Stück was machen. Ich weiß immer noch nicht, was damit gemeint ist. Ich glaube, am besten ist es einfach am 24. Juni um 21.30 Uhr zu dieser Insel reinzugehen. Ich werde euch mal den Blogpost unten verlinken in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch das alles mal durchlesen. Aber die Challenge wurde definitiv geleakt und kommt von Strand Brutus.
Ich habe ja ein Video dazu gemacht. Wenn ihr alle Details erfahren möchtet, checkt das Video ab. Das erfahrt ihr, das seht ihr auch in der Kapitel 2 Season 7 Playlist. Aber ihr werdet in 4 Tagen hintereinander ein kostenloses Item durch die freigeschalteten Drops auf Twitch erhalten. Und zwar einmal heute. Heute bekommt ihr ein Emoticon. Morgen bekommt ihr das Spray-Motiv. Übermorgen bekommt ihr den Ladebildschirm und am Freitag bekommt ihr ein gesamtes Bundle von all den Belohnungen. Also wenn ihr zum Beispiel die nächsten 3 Tage verpasst habt, um alle Belohnungen freizuschalten, dann werdet ihr am Freitag die Möglichkeit haben, alles auf einmal freizuschalten, wie immer. Und die Belohnung mit dem Rückenaccessoire habe ich vergessen. Das könnt ihr ebenfalls freischalten, aber das ist jetzt nicht dabei. Und das gilt anscheinend nur für die Leute, die das Backbling vorher freigeschaltet haben. Das Backbling heißt Nummer 1. Und die Leute, die es freigeschaltet haben, haben jetzt bereits mit dem Update eine neue goldene kostenlose Version oben drauf bekommen. Ich weiß immer noch nicht, ob es möglich sein wird, das Rückenaccessoire auch noch durch die Drops freizuschalten. Aber derzeit sieht es nicht so aus. Außerdem könnt ihr ganz normal auf Twitch gehen, Freunde, und zu der Fortnite-Kategorie hingehen und Drops enabled Livestreams finden, also Streams anschauen, die Drops aktiviert haben und mindestens 15 Minuten am Tag aktiv bleiben oder den Stream anschauen, um dann pro Tag ein kostenloses Item zu bekommen. Nur dass ihr Bescheid wisst. Morgen sehr wahrscheinlich werde ich auch ein Video rausbringen zu den Skin Leaks. Es werden ja auch noch Sommer-Skins rauskommen. Und eines der neuen Skins wird sehr wahrscheinlich heute Nacht rauskommen. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut, auf jeden Fall am 24. Juni, also Donnerstag, wird anscheinend der Midsummer Midas, also die Sommerversion von Midas mit seinem eigenen Paket rauskommen. Also am 24. Juni könnt ihr euch das Paket schnappen im Item Shop. Aber morgen, wie gesagt, könnt ihr ein ganzes Video erwarten mit all den Leaks bezüglich dem neuen Update. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren, was ihr mit dem letzten Update verpasst habt, was noch in den nächsten paar Tagen rauskommen wird und was noch ergänzt wurde. Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.